Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Paradise Parcours Teil 3. Parcours Paradise. Habe ich Paradise Parcours gesagt? Glaube. Weiß es nicht. Man muss hier hin. Ja, hier ist die 67. Okay, ich muss hier abtauchen. Also ich kann hier nirgendwo raus. Okay. Okay. Glaube, das ist hier falsch. Ja, da sehe ich einen Anfang. So, laut unserer letzten Theorie müsste das ja hier jetzt der letzte Part sein. Ihr werdet es an der Länge des Videos erkennen. Doch mal nach den 15 Minuten, die ich sonst mache, eine Abmod machen. Entweder die Map dann oder kurz danach fertig oder die Folge ist vorbei, dann wisst ihr, hat sich gelohnt, noch eine Folge zu machen. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Wir haben ja gerade erst mal angefangen. Aber ich denke mal, sollte die letzte Folge sein. Dann geht's schon wieder daran, was spiele ich als nächstes. Ich muss sagen, nach diesem Escape Room, sage ich mal, habe ich da eigentlich auch schon wieder Lust drauf bekommen, da noch irgendwie was zu machen. Die Frage ist natürlich, also ich meine, es gibt ja noch den ersten Teil von der ganzen Geschichte. Natürlich die Frage, ob man das dann macht. Oder ob man noch irgendwas anderes Cooles findet. Aber das ist das Problem von meinem Zukunfts-Ich. Wir müssen ja erstmal hier durch das Paradies durch. Wow. Ach, Menno. Jetzt wieder hier hoch. Warte mal. So, so, so. Überleg gerade, ob man da irgendwie mit dem Wasserfall irgendwie schummeln kann. Wenn man da hochschwimmt. Oder es ist da alles geblockt. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht sehen wir. Oder ja, wir gehen da jetzt eh lang. Okay. Er ist smart, er hat zumindest geblockt. Jetzt ist die Frage, ob man hätte von dem Wasser da drauf und dann auf die oberen Blöcke. Dann hätte man sich jetzt am Ende des Tages auch nicht wirklich was gespart. Aber es wäre eine Möglichkeit gewesen. Glaube, ich muss da runter. Ah. Ich werde zugeschleimt. Ja, aber eigentlich auch eine witzige Idee. Au. Darf ich nicht. Der. Darf er nicht mal zurückhauen. Ja, ich werde wieder zugeschleimt. Boah, was ist hier denn da? Jetzt spawnen die Schleime ja trotzdem und die verfolgen mich jetzt hier. Das ist ja natürlich auch eine witzige Idee. Aber ich glaube ja fast nicht. Hallo? Okay, hier ist nichts. Ist auch nichts. Kiste ist auch zu. Ist ja auch eine coole Tür. Ich glaube nicht, dass man auch so eine pinke Tür machen kann.
vorstellen, was das ist. Also, das muss ja dann... Aha. Übrigens das Gefühl, das ist hier wieder so ein Lava-Level. Mittlerweile nicht mehr das Gefühl. Okay. Dann können wir das Ganze aber in Ruhe angehen. Ach so. Das ist ja irgendwie ein bisschen komisch an mit dem Honig da. Aber egal. Es ist alles Wunderbärchen. Flatsch, flatsch, flatsch. Parkour Paradise. Da waren wir schon oben drauf. Nee, warte. Doch. Ja, da oben ist der Dschungelbaum, wo wir die Lianen da hoch mussten. Und hier hinten die Schleimpfeile, die ich verkackt habe. Aber egal, das haben wir vergessen. Wenn ihr es nicht vergessen wollt. Parkour Paradise 1. Gibt's auch eine Playlist zu. So. Muss ich eigentlich nochmal gucken, dass ich Teil 2 finde, ne? So, rein theoretisch. Achso. Hatte ich noch Glück, dass noch ein bisschen die Schlange da war. Bisschen Glück gehört ja auch mit dazu, ne? So. Ist übrigens nett, dass er da quasi so einen halben Block nach oben lässt zum Springen. Ist das ein bisschen angenehmer, diese ein Block weiten Sprünge? Oder ist dann ja eigentlich zwei Block weit, der einer in der Mitte leer ist. Ja, das sah gerade super komisch aus. Das hat man hier nicht ganz so schnell mitgemacht. Hipf, hipf. Kann man auch schon Sand irgendwie so einfärben? Oder gibt es hier... Ich habe einen Zombie gehört. Was sollte ich sagen? Also in diesem Unterwassermonument, wo man ja hier auch die Beine finden kann. Hier diese Laternen. Gibt es da jetzt auch so einen Sand irgendwie? Oder diese ganzen Blöcke hier? Absolut keine Ahnung, wo die herkommen. Aber vielleicht ist ja... Man Schlaues von euch da, der das beantworten kann. Hier sehen wir schon wieder Gitter. Ich Flashbacks ans Gefängnis. Ich habe übrigens noch ein bisschen Angst, dass der Kollege hier noch zum Ende hin noch so ein Lava-Level macht. Von dem ich ja so ein Freund bin. Oder auch nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die hasse oder so. Aber. Nee. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Jetzt gehen wir hier durch die Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Quasi meinem Zuhause. Guck mal, diesmal brauchte ich nie eine halbe Stunde, bis ich gerafft habe, dass man an die Lianen dran muss. Oder an die Ranken. Sagen wir Ranken. Lianen ist falsch. Oh, wohnt hier der Teufel? Das
So, das haben wir tatsächlich gerade sehr schnell geschafft. Jetzt haben wir so ein schönes Regenbogen-Level. Immer so schön, die ganzen Farben zu sehen. Das war dumm. Jetzt nehme ich hier aufs Blaue. Das Dunkelblaue. Dann. Ja, das Gelbe hier. Ja. Dann da aufs Lilane. Dann hier hoch. Dann hier. 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 Verwirrt, dass mich viele Wörter da untereinander durcheinander bringen. Nicht untereinander. Hui. Okay, es geht gut voran. Der 96. Level. Wir haben es bald. So habe ich den Gedankengang eigentlich zu Ende gebracht. Also, ob ich so ein Rätsel nochmal spielen möchte oder hier vielleicht über den zweiten Teil von Parkour Paradise. Aha. Mich kannst du nicht so leicht verarschen. Das, kann ich ja zumindest erstmal behaupten. Wie es in der Realität aussieht, ist nochmal was anderes. Hüpf. Hüpf. Hüpf, hüpf. Hüpf. Ach ja, stimmt. Wasser geht ja mittlerweile auch. Oder ja, wahrscheinlich so gefühlt schon 100 Jahre her. Als ich das erste Mal gesehen habe, ich war voll begeistert, dass es auch über solche halben Blöcke geht. Ist auch immer schön zu sehen, was sich so alles geändert hat. Ich habe übrigens mal nachgeguckt. Das war komplett dumm. Ich habe Minecraft zu der 1.4.7 anders. Auf jeden Fall im 1.4er-Raum habe ich Minecraft gespielt. Seinerzeit. Jetzt haben wir es einfach schon die 1.20. Ich glaube, welche Version war das? Und ging das denn alles los, dass sie so Minecraft-Server begonnen haben? Also, ich weiß, ich habe damals mit einem Kumpel ganz viel auf dem Roma HD-Server gespielt. Haben wir ganz viel Bed Wars gespielt. Waren da auch tatsächlich sehr gut drin. Aber da gab es diesen ganzen Quatsch auch noch nicht mit dem. Ja, wie heißt denn das? Wenn die da ihre Brücke bauen und die ganze Zeit so während des Platzierens. Das sieht verwirrend aus. Wenn die während des Platzierens die ganze Zeit Shift loslassen. Muss ich hier hin? Ah. Oh, cool. Fast noch gerettet gehabt da. Weiß nicht, warum ich dachte, dass ich da hochkomme. Aber egal. Na, hätte ich gerade fast den Fehler nochmal gemacht. Jeden Fall haben wir da damals ganz viel Bed Wars gespielt. Doch mega cool. Ah, ist doch richtig. Dann, ich glaube, ich habe dann noch. Habe ich Vanilla Minecraft jemals einmal richtig durchgespielt?
soll ich nicht mal sagen? Also ich meine, jetzt bei Minecraft Hardcore, dem Projekt, was ich aktuell mache, probiere ich es ja. Ist die Frage, ob ich es schaffen werde. Eigentlich sagt man ja so ein bisschen, wenn man den Enderdrachen besiegt hat, hat man das Spiel quasi geschafft. Aber ich muss hier wirklich einfach rüber. Es wäre auch ein bisschen zu schön gewesen. Ich hätte mich vielleicht auch nochmal ganz kurz umgucken sollen. Egal. Aber ich glaube, also maximal hätte ich es einmal gespielt. Einmal durchgespielt. Danach habe ich nämlich schon angefangen mit Modpacks zu spielen, weil ich das immer viel cooler fand. Ich meine, ihr müsst wissen, oder die Leute, die so die alten Minecraft-Versionen kennen, die wissen, dass es da noch nicht so mega viel Stuff gab. Warum ist das heutzutage schon viel angenehmer, wenn man... Huch. Wäre ungünstig gewesen. Wenn man Minecraft Vanilla spielt. Irgendwie, weiß ich nicht, bin ich dann immer bei Modpacks stehen geblieben. Immer mal wieder mit dem einen oder anderen gespielt. Jetzt ungünstig hier. Aber wir haben nicht großartig was verloren. Okay, ich glaube, das geht hier tatsächlich noch ein bisschen hoch. Und wieder runter. Das ist alles nur, weil hier eine unsichtbare Wand ist. So, darum werdet ihr, oder habt ihr wahrscheinlich schon des Öfteren mitbekommen, dass ich keine Ahnung habe, was so verschiedene Sachen machen hier in Vanilla Minecraft. Ist einfach schon gesagt, so seit gefühlt hunderten von Jahren nicht mehr gespielt habe. Und dann immer nur. Der hat mich ja so hart verarscht. Der hat mich ja sowas von hart verarscht. Oh mein Gott, ey. Ist das ein Wichser? Entschuldigung. Wie kann man denn nur so sein? Nein, nein, nein. Ja. Badnasi. Es gibt eine halbe Banane Abzug. Was soll ich sagen, damit habe ich so gar nicht gerechnet. Jolle Troll. Habe ich tatsächlich auch schon mal überlegt, so eine Karte zu spielen, die extra darauf ausgelegt ist, den Spieler zu trollen. Gibt auch die eine oder andere schöne Karte dafür. Ja, mal schauen, was es wird. Erstmal aber konzentrieren wir uns hierauf. Diesmal lassen wir uns nicht hiervon verarschen. Oh. Okay. Schon ruhig geblieben da bei der Schlange, dass wir wissen, wann wir springen müssen.
Dachte übrigens gerade, der Gravel, der oder der fällt einfach runter, sobald man den berührt. Ah, clean. Jetzt darf ich hier aber drauf, oder? Hui. Sehr schön, und ab in die Höhle da. Hip, 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 hip. Oh, guck mal, das sind Hottehüs. Das sind noch mehr Hottehüs. Hallo. Ich glaube, ich brauche ein Hottehü, um hier rüber zu springen. Okay. Oh, du bist ja richtig schnell. In der gelben Bar landen. Halt dich. Ja. Oh Gott, ey. Okay, Hottehü. Ist krass. Lieb in dich. Was ist Hottehü? Kannst du springen? Ja, so ein bisschen. Wie weit kannst du gehen? Okay. Ein bisschen sehr risky. Okay, das finde ich tatsächlich ist auch mal eine. Okay, nicht in Streik gehen. Das ist auch eine coole Idee. Mal mit dem Pferd so einen Teil des Parcours zu machen. Natürlich super ungewohnt gerade. Muss irgendwie so ein bisschen herausfinden, was das passende Timing ist, um zu laufen, zu springen. Ich möchte ja nicht hier zu kurz springen. Das Gute ist, zu hoch gibt's nicht. Aber wenn ich die Bar oder wenn ich Leertaste zu lange gedrückt halte, dann geht dieses Sprungometer-Ding, nenne ich es jetzt mal ganz liebevoll, wieder nach unten. Ich bin da gerade übrigens fast durch das Loch rausgesprungen. Wir sind in dem Dorf angelangt. Hallo? Yeah. Wir sind im Dorf angekommen. Hallo? Guck mal, das sind Karotten. Das ist so eine Karotte. 2 Stunden, 9 Minuten. Rang? Hey, cool. So, warte mal, wenn wir 2 Stunden, 120 Minuten, 130 Minuten. Wir haben 1,3 Minuten gebraucht pro Level. Aber ich denke mal, das ist ganz annehmbar. Hier und da noch ein bisschen rumblödeln. Nötig gefallen ab und zu. Sehen wir den Baum nochmal. Oder wir haben da gerade eben die Map gesehen. Oh, nee, das war Teil 1. Da waren ja am Ende 3 Schleimsprünge. Ah. Na ja, gut. Auf jeden Fall, die Map kriegt von mir schmeidige 5 von 5 Bananen. Nur wenn er mich zum Ende nochmal hart verarscht hat. Aber egal, das war eigene Dummheit. Hätte gucken können. Und hier irgendwie hoch. Wir sind frech. Ah. Okay. Wenn nicht, dann gucken wir hier auf das Portal. Ja, wie gesagt, 5 von 5 Bananen. Und ich guck mal, was es als nächstes gibt. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.